2007 bin ich in Blaffein gestartet. Das ist im Kanton Freiburg in der Schweiz. Ich laufe heute einen großen Teil der Sens entlang. Und dann geht es am Schluss Richtung Schwarzenburg. Das ist mein heutiges Etappenziel. Es ist ziemlich windig, sonnig und heute habe ich übrigens die erste Tour bei Schnee. Ich zeige euch heute jetzt noch auf der Karte, wo ich entlang laufe. Ich bin hier in Blaffein und gehe jetzt dann da runter und hier durch bis nach Heitenried, von Heitenried wieder zur Sense runter und da nach Schwarzenburg. Hier sehen wir übrigens die katholische Kirche von Blaffein. So, nochmal einen Blick zurück nach Blaffein. Doch jetzt letzte Nacht ziemlich Schnee gegeben. Da vorne, dieser runde Berg, ist das Guckesörndli. Dort führt eine ziemlich lange Treppe hoch. Aus Holz übrigens. Und da hier hinten, in diesem Tal, ist der Schwarzsee. Und aus diesem Schwarzsee kommt auch dieser Fluss, die Sense, wo jetzt ich dann entlang laufen werde. Der entspringt in dem Schwarze. Schöne Waldlandschaft. Es macht heute ja wirklich eine tolle Wanderung, weil mit dem Schnee, die Sonne, es gibt eine ganz, ganz schöne Stimmung da und ist wirklich ganz, ganz schön. Hier unten sehe ich jetzt zum ersten Mal die Sense fließen. Wie gesagt, die kommt aus dem Schwarzsee, dort ist die Quelle oder entspringt sie. Geht dann weiter in die Saane, dann in die Aare, Bielersee und dann weiter wieder durch die Aare bis in den Rhein und dort, ja, fließt sie dann Richtung Meer weiter. So wie es heute aussieht, bin ich hier der Erste, der durchgeht. Das ist, glaube ich, nicht so ein oft begangener Wanderweg. Aber da habe ich dafür meine Ruhe. Hier in diesem Wald, der Rieserau, nicht weit vom Fluss entfernt. Es ist fast so ein bisschen märchenhaft da. So, ich bin da wieder mal an der Sense. Interessant, wie hier die Bauernhäuser an diesen Hang hochgebaut worden sind. Da könnte man noch übernachten. Ist da eine Hütte gebaut da draußen. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen kalt jetzt. So, von hier an geht jetzt dann die Sense durch einen ganzen tiefen Graben. Fast eine Art Schlucht. Und hier muss ich jetzt auch die Sense verlassen und werde
oben auf dem Hügelzug entlang wandern. Das ist jetzt die Guckersbachbrücke. Da kann man drüber fahren und dann hoch auch Richtung Schwarzenburg. Da hinten wäre wieder der Schwarze, die Berge, die Alpen. Da über diesen Hügelzug bin ich auch schon gekommen vom Gantrisch her. Da oben sieht man noch das Guckersöhnli. Und da unten im Graben würde jetzt die Sense fließen. Schaut euch diese schöne Landschaft an. Ist das nicht wunderbar hier? Schöne Fernsicht heute auch. Ein wenig Schnee. Ist einfach fantastisch. So, jetzt habe ich einen neuen Zug erreicht. Von vielen anderen Höhenzügen. Ziemlich ein steiler Aufstieg. Aber ist ja gut gegangen. Da hinten sieht man noch den Jura. Schöne Fernsicht von den Alpen bis zum Jura. Sieht man hier wirklich alles. So, jetzt habe ich dann den höchsten Punkt schon bald erreicht. Hier eine tolle Aussicht. Schön da oben. Hier unten sehen wir wieder den Jura. Mal einen Schwenk machen. Seite, da hat so interessante Hügel. Vorne wieder die Alpen. Und da sieht man wirklich weit. Da geht's dann steil runter. Und da hier oben vorne ist eine Ruine. Die gehen wir jetzt besuchen. Hier habe ich wirklich ein Highlight von heute. Da könnte man beim stärksten Regen sogar Schutz finden. Das ist wirklich ein fast wie eine Höhle. Das ist ganz was Interessantes. Hier sind wir auf der Vorburg. Da steht nur noch diese Erhöhung, sonst ist nichts mehr vorhanden. Da vorne sieht man noch den Bergfried. Das ist noch ein großer Teil, der erhalten ist. Und da geht's wieder steil runter. Wir befinden uns hier in der Ruine Obermackenberg. Das da ist noch die Länge von der Burg. Hier auf einem schönen Sporn oben. Da ist noch ziemlich viel beschrieben. Jetzt gehen wir da mal nach vorne. Dann noch ein Blick zurück zum Bergfried. Und da hier unterhalb fließt also jetzt die Sense. Sie ist da ganz tief unten. Da vorne die großen Häuser, ich hoffe, man sieht es. Das ist die Stadt Freiburg.
hinten der Jura. Da sieht man wirklich ganz, ganz weit. So, jetzt sieht man die Stadt Freiburg viel besser von da. Hier fast eine Hochebene. Das ist interessante Landschaft. Sieht man schön weit. Da vorne, irgendwo bin ich gestartet. Ich glaube irgendwie dort etwa. Da drüben sieht man halt die Ried mit dem Schloss. Ich glaube, das erkennt man. Dort kommt übrigens der Jakobspilgerweg vorbei. Im Hintergrund wieder der Jura. Schwenken wir noch auf diese Seite. Da drüben, glaube ich, sieht man mein Etappenziel, Schwarzenburg. Und da ganz im Hintergrund die Alpen. Der große mit dem großen Schatten vordran, dieser Berg, das ist die Eigennordwand. Und rechts davon der Mönch. Es ist wahnsinnig schön. Schön, also das, ja, da klopft er. Das ist ein schönes Tal. Da vorne sieht man die Kirche, in der Oberhalb der Kirche. Das Schloss, das heute, so viel ich informiert bin, als Schulhaus genutzt wird. So, hier habe ich einen Beweis, dass ich auf dem Jakobweg bin, nur in die falsche Richtung. Hier sieht man noch den Boden und kann es leider nicht so gut erkennen, die großen Steine. Das ist noch vom ehemaligen Römerweg, der hier hochging. Sie haben also die Römer gebaut da. Die Römer haben damals hier ziemlich einen Einschnitt gebaut. Für diesen Weg hier zu bauen. Also ganz interessant da. So, ich habe endlich den Talboden wieder erreicht und bin jetzt da am tiefsten Punkt heute angelangt. Jetzt habe ich dann wieder noch einen ganz, ganz steilen Aufstieg von mir Richtung Schwarzenburg hoch. Man sieht da die große Flut oben und da hier wieder die Sense, die ich jetzt endlich erreicht habe. Sieht man eine riesige Flut da hier, hä? Ist groß, hoch. So, da hier vorne geht jetzt mein Weg dann wieder hoch, noch Richtung Schwarzenburg. Übrigens hier befinde ich mich jetzt wieder im Kanton Bern, in meinem Heimatkanton. Und da hier unten ist wieder die Sense. Wir hören sie nur, aber sehen tun wir sie nicht mehr. Da haben wir wieder den Römerweg. Es geht doch ziemlich steil bergauf. Auf diesem Römerweg sehen wir zum Teil sogar noch die Spuren von diesen Wagen, mit denen sie hier durchgefahren sind. Aber ehrlich gesagt bin ich schon froh, dass ich nicht auf einem solchen Weg nach Rom wandern muss. Es ist nicht so praktisch,
auf diesen Steinen da zu gehen. Es war eine riesige Leistung von denen, die das hier gebaut haben. Hier wird es ganz interessant, diese Sandsteinwand hier, wo da damals bearbeitet werden musste, dass die hier überhaupt diesen Weg anlegen konnten. Das war eine riesengroße Arbeit. Und man bedenkt, damals hatten die noch keine Maschinen. Und wenn man das anschaut, das ja, ist ein riesige und auch gefährliche Arbeit, was sicher damals auch nicht mehr so gut vorstellen. Der Sonnenuntergang. Und da vorne sieht man zum Glück die ersten Häuser von Schwarzenburg. Da vorne die Walrenkirche. Einfach schön, so ein Sonnenuntergang. So, ich habe mein Ziel erreicht und bin jetzt in Schwarzenburg angekommen. Wenn ich so zurückschaue, habe ich einen sehr schönen Tag gehabt. Sonne, Schnee, es war besser, könnte ich es nicht haben. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.